Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem neuen CSGO-Podcast. Einige von euch haben es sicherlich schon mitbekommen, Trilux wurde auf Lifetime aus der 99-Damage-Liga gebannt. Er selbst hat einen Bug herausgefunden, vor ein paar Tagen erst. Und diesen Bug hat er in einem Entscheidungsmatch in der 99-Damage-Liga genutzt. Und die Liga schreibt dazu, dass sie eben durch diese Art der Bugnutzung ein Cheat-Bann aussprechen muss. Das ist schon echt starker Tobak. Auch sein Team wurde zwar nicht permanent, aber für eine gewisse Zeit aus der Liga ausgeschlossen. Das Ganze soll an der Stelle als kleines Vorwort gelten, denn heute geht es eben um Glitch- und Bug-Using. Ist es fair? Darf man es machen? Und noch hinzu kommt, darf es der Mensch, der den Bug herausgefunden hat, der also so viel Zeit in das Spiel gesteckt hat, um so einen Bug überhaupt zu finden, darf dieser Mensch das vielleicht in einem gewissen Umfang nutzen? Das sollen so die Themen sein, wobei ich noch kurz dieses Vorwort zu Ende führen möchte, oder zumindest zum Teil zu Ende führen möchte. Und zwar geht es bei dem Glitch, den Trilux benutzt hat, um einen Zeus durch die Wand Glitch-Bug. Trilux hat herausgefunden, dass man die Zeus durch gewisse Stellen der Map durchwerfen kann, durch sehr dünne Wände. Beziehungsweise, dass die Zeus automatisch aufgehoben wird durch diese dünne Wand. Wenn also hinter dieser Wand ein CT steht, der im Moment taktisch wartet, also darauf wartet, dass die Tees kommen und die Bombe planten, dann hört man das Aufnahmegeräusch des Zeus und man weiß sofort, da steht einer. Es ist also extrem überspitzt gesagt so eine Art Warlock, ne? Du schmeißt deine Waffe durch und hörst, ah, da steht einer, alles klar, ich weiß, dass in der Ecke jemand steht. Derjenige ist wahrscheinlich kurz komplett verwundert, verdutzt, er guckt sich um und denkt sich, ja, warum habe ich jetzt einen Zeus, wo kommt das her, was ist passiert? Das heißt, man weiß, dass da ein Gegner steht, durch die Wand hinweg und der Gegner ist höchstwahrscheinlich kurz verwirrt. Diesen Bug hat er eben in diesem Relegationsspiel genutzt. Das führt die Liga auch so an. Es ist besonders schlimm, weil es ein Entscheidungsspiel war und es eben um Plätze ging, die jetzt gut oder schlecht gemacht wurden. Und des Weiteren hat er oder hätte er nach der Liga eine ganz andere Verantwortung für sowas, weil er das Spiel auch gestreamt hat. Also sehr viele Leute haben das gesehen. Und sie sagen, dass sowas nicht geht. Gerade als Streamer, da soll man Verantwortung zeigen und eben nicht diese Glitches und Bugs unterstützen oder eben nutzen. Und Leute vielleicht auf dumme Gedanken bringen und so weiter. Wobei ich das mit dummen Gedanken jetzt selbst ausgelegt habe. Das haben sie so nicht geschrieben, aber ich denke, das ist auch Teil davon. Also, naja. Und um dieses erste große Beispiel jetzt geschwind zu Ende zu bringen, man hat dadurch natürlich einen Vorteil, logisch. Sie selbst sagen auch, dass es Cheaten gleichkommt. Soweit würde ich schon gar nicht gehen. Es ist halt einfach Bug-Using. So, und wenn man dann zu guter Letzt auf diese Reaktion zu sprechen kommt von der Liga, dann kann man nur den Kopf schütteln. Also, ein Lifetime-Bann ist so unglaublich überzogen für sowas. Das ist unnormal. Vor allem, wenn man weiß, dass sowas schon sehr oft vorgekommen ist. Es gab schon so viele Bugs, die genutzt wurden. So wie dieser Duck-Sprung-Bug, könnt ihr euch noch erinnern? Wo man zum Beispiel auch auf Inferno einfach auf Banane über diese Mauer hinweg gucken kann, ohne dass die Tees einen von unten sehen. Die sehen dein Köpfchen nicht, wenn du springst, aber du kannst trotzdem über die Mauer hinwegsehen. Oder den Olaf-Boost auf Overpass. Auch dieser Bug, wo man die Flash durch die Tür schmeißt, wenn ein Mate davor steht, kam auch schon vor. Und es gab sogar schon Leute, die wirklich gehackt haben oder externe Programme genutzt haben in dieser Liga. Und die haben maximal, jetzt speziell die letzten, 24 Monate Bann bekommen. Und das war's. Obwohl die gehackt haben. Hallo? Und diese anderen Bugs, die genutzt wurden, sind genauso krass, wie dieses Ding durch die Wand schmeißen. Und da wurde keiner auf Lifetime weggebannt. Da hat sogar der gleiche Admin, kommt da ganz am Schluss dann nochmal dazu, geschrieben, ja gut, die Bugs gibt's ja schon ewig, Valve fixt die nicht. Dann ist es halt so. Und deswegen ist es nicht so schlimm. Da kann man sich echt nur an den Kopf langen. Ganz am Schluss erhaltet ihr nochmal eine extrem wichtige Info dazu. Aber ich werde jetzt erstmal das Thema hier weiter abarbeiten, damit wir überhaupt rumkommen. Ich kann nur einfach sagen, es ist eine Schweinerei, dass Trilux auf Lifetime gebannt wurde. Man hätte den Gegner meinetwegen einfach den Win eintragen sollen und fertig ist. Oder vielleicht halt noch Trilux sagen, hey, das ist nicht so cool, lass es lieber. Und fertig. Also Trilux ist ein extrem einsichtiger Kerl. Er ist jetzt niemand, der sagt, ich hab das gefunden, ich darf das... Oder so. Ja? Nun ja. Weiter im Text. Wie sieht das an sich mit Bug-Using aus? Darf man Bugs benutzen? Wir kommen jetzt damit auch eher zurück auf dieses normale Matchmaking. Ja, wir sind ja alle eher so Matchmaking-Spieler. Ich denke, die wenigsten von uns spielen in der richtigen Liga. Und ich mit Liga meine ich jetzt nicht Faceit oder so ein Jumbumble, sondern so richtige krasse Sachen wie FPL. Na, wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, ob Faceit nicht genauso hoch ist wie FPL oder 99 Damage oder wie auch immer. Keine Ahnung. Wir sind alle eher so Matchmaking-Spieler, nehme ich an. Also die meisten Zuschauer hier. Ist es fair, Glitches und Bugs zu benutzen? Ich würde sagen, da kann man das schon ähnlich wie diese Admin sehen. Also auf alles bezogen. Wenn es einen Bug gibt, der einfach nicht gefixt wird. Naja, dann ist der Bug vorhanden. Die Leute wissen, dass es diesen Bug gibt. Dass man zum Beispiel eine Flash einfach durch seinen Mate durch eine Tür durchschmeißen kann. Und dann würde ich sagen, das zählt im normalen Matchmaking, wo es kein spezielles Regelwerk gibt, wie jetzt in der Liga. Ja, die wirklich explizit sagen, hey, sowas und jenes darf hier nicht passieren. Da ist es nicht tragisch. Ja, wir spielen Matchmaking. Die Maps sind so gebaut, wie sie sind. Es gibt Wallbang-Spots. Wallbang ist übrigens auch eigentlich Bug-Using, ne? Man nutzt diese dünnen Papierwände. Eigentlich darf man sowas ja gar nicht, weil eine Wand ist eine Wand. Klar, natürlich bei Holzobjekten ist es wieder was anderes, aber es gibt ja auch Metallobjekte, wo man durchschießen kann. Im wahren Leben würde das vielleicht genauso funktionieren. Also gleiches Kaliber, gleich dünne Wand. Das mag sein. Aber es ist vielleicht von dem Erbauer der Map gar nicht gedacht, dass man da durchschießen kann. Nur um das nochmal hier erwähnt zu haben, dass Wallbangen auch eine Form von Bug-Using ist. Um jetzt bei dem Beispiel von Wallbang zu bleiben, wenn so ein Bug nicht gefixt wird,
dann sieht man das doch einfach als normal an. Also als vollkommen fair. Man würde sogar fast sagen, wenn jemand einen Wallbang nicht benutzt, in einem Moment, wo er echt entscheidend wäre, dann wird doch sicherlich jeder sagen, ah Mensch, hey, was für ein Anfänger, der kennt den Wallbang-Spot nicht, warum schießt er da nicht durch, wir hätten easy gewinnen können. Also man spricht dann sogar bei diesen Bugs und Glitches von Wissen. Wenn man sie nicht weiß und nicht kann, dann ist man nicht so gut. So wie auch diverse Boost-Spots. Jetzt zum Beispiel der Olof-Meister, oder wie er heißt, Boost auf Overpass. Der ist ultra overpowered und der ist aber einfach da. Und wer davon weiß und diesen Boost hinbekommt, der steht dann da und kann einfach alle Leute schnitzeln. Darum komme ich bei der Frage, ist Bug-Using fair? Zu dem Schluss, dass vor allem alte Bugs, die schon seit Jahren im Spiel enthalten sind, auf jeden Fall fair zu nutzen sind. Wer sie nicht kennt oder weiß, wie sie funktionieren, wer sich nicht informiert hat, ist selber schuld. Man kann aber nicht sagen, der hat mich durch die Wand abgeknallt, das zählt nicht. Wenn ein Bug entdeckt wird, erfährt irgendwann Valve davon und dann wird er gefixt oder nicht, je nachdem, was es für einer ist. Ich würde sagen, die Chance, dass das gefixt wird, dieser Zeus-Bug, liegt bei ungefähr 60%. Ich denke, die Frage, ob es jetzt fair ist oder nicht, hängt mit der Frage, ob man das machen soll, darf oder nicht, zusammen. Ja, man kann sowas machen. Ich finde sogar, man sollte auf dem Laufenden bleiben bei solchen Glitches und Bugs. Wenn sich sowas rumspricht und jeder davon weiß, ist es auch gar nicht mehr dieser Riesenvorteil, denn den Vorteil hat dann jeder. Klar, in diesem speziellen Fall von Trilux wusste vielleicht nur er oder wussten nur ein paar wenige von diesem Bug und da war der Vorteil eben größer. Das macht das Ganze zwar etwas negativer, aber auch nicht wirklich. Naja, jetzt kommen wir zum Endpunkt. Und zwar steht es Leuten zu, ich denke speziell auf Trilux ist es das Fall bezogen, solche Bugs zu nutzen, wenn sie selbst gefunden haben. Also wenn sie so viel Zeit in das Spiel reingesteckt haben, um diesen Bug zu finden. Ich würde darauf jetzt salopp mit Jein antworten. Auf der einen Seite ist es eine ganz solide Argumentation. Die Leute haben so lange gespielt und so lange rumprobiert, bis sie etwas gefunden haben, was funktioniert. Wichtig dabei ist aber darüber nachzudenken, wann und wo man diesen Glitch benutzt. Ich denke, wenn man das im ganz normalen Matchmaking benutzt, wenn die Relevanz also gar nicht so hoch ist von diesem einzelnen Match, dann ist es fast schon völlig egal. Wenn es jetzt aber in so einem Relegationsspiel genutzt wird, dann liegt diesem Vergehen schon so eine gewisse Schwere inne, weil es halt, ja, ein Relegationsspiel ist. Es geht um eine Entscheidung, es geht um, ich glaube, dritte oder vierte Platzliga-Ränge. Ich kenne mich nicht aus in dieser Liga, in dieser 99-Damage-Geschichte. Aber es ging um etwas. Da könnte man ja dann theoretisch Vorsatz vorwerfen, also wirklich sowas sagen wie Trilux hat das gemacht, damit sie auf jeden Fall gewinnen. Und das ist unfair. Oder irgendwie so. Man muss dazu noch sagen, Trilux hat tatsächlich im Vornherein gesagt, ich werde das jetzt hier versuchen. Aber in diesem Fall speziell um zu zeigen, dass sowas oder ob sowas auch in so krassen Spielen geht, in richtigen Liga-Matches. Und ja, es funktioniert. Und das hat sie mit einen Lifetime-Bann eingebracht. Das ist wirklich echt bescheuert. Ich glaube, da haben sie sich, oder ich hoffe, dass sie sich da ein ordentliches Ei gelegt haben, die 99-Damage-Leute. Weil Trilux ist natürlich auch komplett davon wegtritt. Klar, er hat ja eh einen Lifetime-Bann, der kann auch, oder könnte auch gar nicht mehr jetzt irgendwas machen, aber er hat ja die ganze Zeit kostenlose Werbung für 99-Damage gemacht, ne? Durch die Videos und Livestreams. Ich denke, beziehungsweise hoffe, dass sie da was spüren. Natürlich ist mir an der Stelle wieder sehr wichtig, wie eure Meinung zu diesem Thema ist. Also speziell zu dem Trilux-Thema, aber auch zu dem Thema an sich, Glitch und Bug-Using, wie steht ihr dazu? Und was ich euch noch auf jeden Fall ans Herz lege, schaut euch das Statement von Trilux an. Er erklärt es da wirklich perfekt, warum die Leute da echt ein bisschen Kacke gebaut haben. Und was in der Vergangenheit so passiert ist. Was es da schon für Regelverstöße gab. Und was für lächerliche Strafen im Vergleich zu seiner damals ausgesprochen wurden. Ich habe euch das Statement in der Beschreibung verlinkt, direkt unter dem Skinbaron-Link. Soweit so gut, vielen Dank fürs Zuhören und auch ein bisschen Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.